Arbeit heute. Schnell in ihrer Veränderung und Dynamik. Effizienz, Kreation und Innovation sind die Wachstumstreiber. Der weltweite Wettbewerb nimmt stetig zu, erfordert immer mehr Leistung von uns. Neue Wege müssen eingeschlagen werden. Wie wird sich unser Alltag im nächsten Jahrzehnt verändert haben? Wie arbeiten wir? Wie leben wir? Wie sieht unsere Zukunft in 10 Jahren aus? Unsere Welt wird vor allem digital sein. Unser Auftreten, unsere Kleidung, unsere Social Skills bleiben ein wichtiger Faktor unserer Persönlichkeit. Hinzu kommt unser digitales Äußeres, unser Erscheinungsbild im Netz. Angaben und Daten müssen gepflegt sein. Sie repräsentieren uns und vermitteln einen ersten Eindruck. In Zukunft umgibt uns eine digitale Aura. Cloud-Technologien haben sich durchgesetzt, Daten sind von überall aus abrufbar. Wir stehen im permanenten Austausch mit unserer Umgebung. Geräte versorgen sich selbstständig mit Informationen über unsere Vorlieben und unseren Lebensstil. So werden individualisierte Services bereitgestellt. Ob Tablet, Rechner, Smartphone oder die digitale Tapete, alles läuft nahtlos und drahtlos. Große Touchscreens und Hologrammtechniken ermöglichen neue Arbeitsweisen und dreidimensionale Präsentationen. In Zukunft werden wir uns viel mehr auf unsere wirklichen Aufgaben konzentrieren können. Lästige Routinearbeiten wie Suchen, Archivieren oder Dokumentieren fallen weg. Ganz einfach können mit einem Klick oder Schnipp Texte in Sprache und Sprache in Texte umgewandelt und automatisch in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Die gewonnene Zeit ist wichtig. Wir brauchen sie für unsere Konzentration und Kreation. Innovative Unternehmen machen das Rennen auf dem Weltmarkt. Nicht selten bedeutet der Wettbewerb hohen Druck für den Einzelnen. Manche versuchen diesem Stress durch die Einnahme von leistungsstärkenden Substanzen, dem sogenannten Office-Doping, zu begegnen. Sicherlich der falsche Ansatz. Lebensqualität ist leistungsfördernd. Besonders wichtig, die Arbeit, die eigenen Interessen und das soziale Umfeld sollten im Einklang stehen. Bürogebäude spielen noch immer eine wichtige Rolle. Sie sind die Schnittstellen zwischen virtueller und realer Welt. Für das gemeinsame Erlebnis des Arbeitens ein Ort der Identifikation. Verschiedene Arbeitsbereiche und Ebenen sind offen gegliedert und miteinander verflochten. Eine vielfältige, ergiebige Kommunikation wird angeregt. Mit unterschiedlichen Strategien reagieren Unternehmen auf die neuen Herausforderungen. Die einen kümmern sich intensiv um ihre Mitarbeiter, unterstützen die persönlichen Lebensentwürfe und schaffen so Bindung und Geborgenheit. Andere setzen projektbezogen auf freie Mitarbeiter. Diese sogenannten Cloud-Worker finden Sie auf Webplattformen. Hier werden Kompetenzen und Fähigkeiten durch frühere Auftraggeber bewertet. Unternehmen suchen sich ihre Wunschmitarbeiter von morgen schon als Kinder oder Jugendliche, fördern und unterstützen sie in ihrer Entwicklung. In der Schule wird ihnen beigebracht, wie die Arbeitswelt funktionieren wird, wie dauerhaft Kreativität, Effektivität und Effizienz entsteht. Arbeitskraft und Know-how älterer Mitarbeiter werden von den Unternehmen dringend benötigt. Senioren können und wollen sich weit über die Rentengrenze hinaus in das Firmengeschehen einbringen. Den eigenen Arbeitsplatz muss es nicht mehr geben. Dank Smart Room Technik stellt sich jeder Platz automatisch auf individuelle Profile ein. Maximale Produktivität und vielfältige Ideen werden durch das richtige Licht, gute Akustik und ein inspirierendes Ambiente gefördert. Auch Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauerstoffzufuhr sind variabel steuerbar. Arbeitsgruppen präsentieren Ergebnisse und veranschaulichen komplexe Zusammenhänge im Projektraum auf digitalen Arbeitsflächen. Dabei setzen die Unternehmen auf Nachhaltigkeit, versuchen Ressourcen zu schonen und umweltneutral zu wirtschaften. Beim Bau neuer Gebäude stehen Mensch und Umwelt im Mittelpunkt. Eco-Apps machen unseren Energieverbrauch in Echtzeit sichtbar und sensibilisieren uns für einen nachhaltigen Lebensstil. Auch außerhalb der Bürogebäude, zu Hause oder in Coworking-Centern kann in Zukunft gearbeitet werden. In diesen Zentren können Arbeitsplätze zu variablen Konditionen angemietet werden. Es gibt Hightech-Center für die multimediale Interaktion mit der Firmenzentrale. Social Center, die sich zum Beispiel um die Kinderbetreuung kümmern,
oder Community Center, in denen sich Profis und Spezialisten aus der gleichen Branche austauschen können. Lästiges Pendeln ist nicht mehr unbedingt nötig. Die Nähe zu Heimat und Familie schafft Ausgleich und fördert das soziale Miteinander. Es bleibt mehr Zeit für die Familie, die Versorgung der Eltern, für die eigenen Interessen und Hobbys. Es ist üblich, die eigene Arbeitsweise dem Lebensstil und der Lebensphase anzupassen. Das Fraunhofer IAO forscht und entwickelt zusammen mit seinen Partnern an der Zukunft der Büro- und Wissensarbeit. Lassen Sie uns diese Zukunft gemeinsam gestalten. Eine Aufgabe für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Gesellschaft als Schlüssel zum Erfolg.